Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ja, nächste Woche ist es soweit. 26. April, Wien, erster Campus, erster Stock, also alles erst. Wir legen los. Endlich wieder ein richtiger Kongress nach langer Zeit Pause, Service Desk und ITSM 2023. Und da stellen wir uns schon mal die Frage, wohin geht die Reise? Wir haben da wunderbare Themen. Eines ist, ja, ein Institut, würde ich mal sagen, das in aller Munde ist, nicht vom Namen her, sondern die Branche. Das ganze Thema Banken, ja, Business-Anforderungen und Sicherheitsherausforderungen, das geht Banken noch ein bisschen mehr an. Unser Geld liegt dort, unsere Pensionskassen liegen dort. Sprich, das Management ist gefordert in dieser ganzen Komplexität. Kommen Sie dorthin, hören Sie, wie das die Zürcher Kantonalbank regelt. Jens Rossa ist da einer unserer Referenten. Wenn Sie nachher ein bisschen Pause brauchen und an die Rolling Stones denken, dann kommt es nicht gerade "It's only rock'n'roll, but we like it", aber zumindest "We like it". Und zwar geht es um den Customer Journey. Da wird uns der Andreas Goldnagel viel dazu erzählen, der Asfinag. Und zwar, wie schaffe ich es, effizienter zu werden und gleichwohl die Kundenzufriedenheit zu steigern? Davon träumen wir alle. Lassen wir uns in diesem Traum doch mal überraschen. Ebenfalls ein schönes Thema kennen wir doch DevOps, so die Idee, ja, der Betrieb entwickelt und der Entwickler betreibt. Wir merken dann schnell, dass das doch nicht ganz so funktioniert, wer sich mal mit DevOps auseinandersetzen will oder überhaupt mal erfahren möchte, was es ist und was es nicht ist, hier gute Gelegenheit dazu. Ebenfalls werden Sie etwas erfahren vom Service Owner, diesen Rolle, ja, ist es nur ein Hype-Begriff oder ist das wirklich etwas, was ich im Unternehmen brauche? Sie werden es erfahren, Sie können es für sich abschätzen, gute Gelegenheit, da etwas zu machen. Und dann natürlich auch ein schönes Thema, Data-Driven Organization. Ja, ich habe die Daten, die Zahlen und dann mache ich alles richtig. Ob das dann so ist, werden wir erfahren. Vier Sachen gehören dazu: Assessment, Positionierung, Handlungskonzept und am Schluss das Roadmapping. Wie setze ich es um? Und wenn jetzt findet, ach, es tönt zwar spannend, aber so richtig sicher bin ich nicht, ob ich kommen will. Dann habe ich jetzt noch das für Sie, damit Sie ganz sicher sagen, das interessiert mich, ist nämlich in aller Munde ChatGPT. Ja, was kann der, was kann der nicht? Der Theodorich Kopetzky, der wird uns sagen, der ChatGPT kann nicht kommunizieren. Ich bin da echt gespannt, was er dann kann, wie wir profitieren können, welche Risiken da lauern, welche Chancen da mit dabei sind. Also ich bin dabei. Wien nächsten Mittwoch, 26. April, 9 bis 14 Uhr.